willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, im letzten Part sind wir in Baumhausen City angekommen. Ja, haben uns schon ein bisschen hier umgeguckt und bis zu diesem Part hat sich einiges geändert im Team. Ja, oder das heißt einiges, zumindest eine Kleinigkeit. Wir haben den Edan jetzt mit reingenommen ins Team. Und ja, das ist ein Fritzelblitz und den habe ich auch schon ein wenig trainiert in der Wiese hier vor Baumhausen City. Ja, und der Markus LPG hat ein Level erreicht. Das hatten wir im letzten Part schon fast erreicht. Das habe ich jetzt noch gemacht eben. Ja, gut. Soweit dazu. Ja, wir wollten eigentlich in die Arena in diesem Part, aber yo, etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Deshalb kommen wir da noch nicht rein. Ja, irgendeine Lydia ruft uns an, von der wollen wir aber nichts wissen. So, ja, und ich würde sagen, anstatt dass wir uns jetzt in Baumhausen City weiter in den Häusern umgucken, werden wir erstmal weitergehen und schauen, ob wir irgendwo einen Hinweis darauf finden, was man da machen kann gegen dieses unsichtbare Etwas. Ja, und werden natürlich einige Trainerinnen und so hier fertig machen. Warum ich diesen Schirm trage, das verrate ich dir, wenn du mich besiegen kannst. So, Schirmdame Gerda fordert uns heraus. Und ich werde auch gleich den Edan einsetzen. Denn den können wir noch ein bisschen leveln für die Arena. Jo, also zumindest wurden wir schon mal bepflanzt. Das ist schon mal sehr toll. Aber wir haben ja auch schon ein bisschen Schaden bei Roselia erzielen können. Nur noch nicht viel. Ich würde sagen, ich mache es am besten noch ein bisschen mit dem Auswechselprinzip. Und werde gleich erstmal jemand anderen nach vorne nehmen, denn der Edan ist noch ziemlich schwach. Ist auch 3 Level unter Roselia drunter und ja. Von daher sollten wir jetzt mal jemand anderen nach vorne holen. Der Pogo and Play, der muss auch noch trainiert werden. Der ist auch erst auf Level 36. Also ist im Gegensatz zu den anderen Pokémon in meinem Team relativ, ja, wenig gelevelt. Außer halt im Gegensatz zu Niki, der ist natürlich noch extremer. Der ist halt erst auf Level 14, den muss ich auch bald unbedingt mal trainieren. Weil kann ja doch mal sein, dass wir ihn in einer Notsituation mal brauchen und ihn einsetzen müssen. So, und noch eine Glut in Roselias Gesicht und da ist sie auch schon platt. So. Yo, Edan erreicht Level 26. Als nächstes wird Raymer eingesetzt. Das ist natürlich nicht gut für unser Pogo and Play, da der Feuer ist. Deshalb setzen wir jetzt mal den Legan ein. Yo, Raymer. Da sehen wir ihn wieder. Derjenige, den wir als Gießkanne haben. So, und das ist natürlich sehr effektiv, die Laubklinge gegen den Raymer. Und deshalb ist er jetzt auch platt. Ein Schirm kann nicht vor den Attacken der Pokémon schützen. Ja, nur vor Regen. Oh mein Gott! Edan entwickelt sich. Zu was er wohl wird, das werden wir gleich sehen in wenigen Sekunden. Man kann die Umrisse schon erkennen und es wird zu... Genau, ein Voltenso! Ja, Voltenso, wunderbar. Wir haben ein Voltenso im Team, das ist doch klasse. Ja, ich würde sagen, durchs hohe Gras... Ja, müssen wir sowieso durch, also renne ich da jetzt auch durch. Ein Myrapla, was wir schon gefangen haben, deshalb können wir auch jetzt gleich auf Flucht drücken. Ich überlege gerade, ich gebe den Edan mal einen Trank. Haben ja genug, können ja auch noch welche kaufen. Hä? Ach, jo, jetzt habe ich aus Versehen auf Legan gedrückt. So. Und dann stürzen wir uns in den nächsten Kampf. Mein Pokémon ist stark. Wie sieht's mit deinem aus? Vogelfänger Frithjof? Okay. Frithjof. Oh Mann.
Yeah, Funkensprung. Sehr effektiv bei Vogel-Pokémon. So, da ist Wablu auch schon weg. Das war schon mal klasse. Jo, und der Fridtjof wurde besiegt. Deine Pokémon sind stärker. Tja, war auch eigentlich ein unfairer Kampf. Du wirst mit Sicherheit immer besser. Ich würde dich gerne in meinen Pokénav eintragen. Cool, den Fridtjof haben wir jetzt im Pokénav. Das ist ja super. So, also, ja, war auch eigentlich ein unfairer Kampf, da er ja nur ein Pokémon hatte und wir sechs, aber nun ja. Aber Wablu finde ich übrigens auch sehr cool. Oh, wer ist denn da? Hm, Nami, hi, es ist lange her. Hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also, wenn ich dieses Gerät bei einem unsichtbaren Objekt benutzen würde... Nein, nein, statt es dir zu beschreiben, zeige ich es dir lieber. Das macht mehr Spaß. Nami, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Nami, zeig mir deine wahre Stärke als Trainer. Troy setzt das Devonscope ein. Ein unsichtbares Pokémon wird sichtbar. Das erschreckte Pokémon greift an. Cool, ein Kecleon. Was wir auch bereits schon gefangen haben. Ich finde es nur sehr lustig, dass das bei uns schon sichtbar war. Irgendwie bisschen unlogisch, aber nun ja. Was soll's, anscheinend sind Kecleons nicht immer unsichtbar. Auf jeden Fall ist da schon ein Pokebällchen. Das wurde ja auch schon benannt, das Kecleon. Das hat ja der TomTom-LP benannt bei uns. So. Mal gucken, ob wir das Kecleon hier besiegt kriegen. Das werden wir natürlich nicht fangen. Ist ja mal logisch, wir haben ja schon eins. Brauchen wir nicht noch eins? Ich weiß gar nicht, ob unseres Kecleon auch auf Level 30 schon war oder ob das niedriger war. Oh, unser Edan ist gleich besiegt. Nein! Hätte ich doch mal besser aufgepasst, dass der mich nicht totkratzt mit seiner Kratzfurie. Nun ja, was soll's. Dann setzen wir jetzt Pogo and Play ein. Und der wird dem Kecleon jetzt eine Glut ins Gesicht werfen. Ach ja, das ist ja jetzt zu einem Feuertyp gemacht worden. Hoho, da weiß ich doch einen guten Trick. Wenn es jetzt ein Feuertyp ist, können wir doch jetzt ganz einfach Belias einsetzen. Und das Vieh mal einfach ganz locker mit Hydropumpe wegfetzen. Ich hoffe, das klappt. Werden wir jetzt gleich sehen. Wenn es mal aufhört, da Keideschrei einzusetzen. So, Hydropumpe. Ach ja, klar, das geht natürlich daneben. Aber Kecleon ist paralysiert. Das ist schon mal eine positive Sache. Ach Gott, hat der schon wieder daneben getroffen. Mein Gott, hat der einen Knick in der Optik. Ey, das gibt's doch nicht. Wie oft soll das noch daneben gehen? So, jetzt hat's getroffen. Nach dreimal oder so, glaube ich. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall war das jetzt natürlich sehr effektiv, weil es gerade ein Feuertyp war, der Kecleon. Und ja, wir haben ihn besiegt. Bemerkenswert. Dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Deine Pokémon sind offensichtlich sehr gewachsen, seit wir uns das erste Mal in Faustauhafen getroffen haben. Ja, ich kann es endlich aussprechen. Faustauhafen. Ich möchte dir dieses Devonscope geben. Wer weiß, es gibt bestimmt noch andere verborgene Pokémon. Yo, das ist cool. Da haben wir auf jeden Fall das Devonscope erhalten. Nami, ich liebe es, Trainer und Pokémon zu sehen, die fest zusammenhalten. Ich finde, du machst das großartig. Nun, mach's gut, wir sehen uns. Ja, ich werde mal gucken, was es hier noch gibt auf dem Weg. Hast du Attacken auf Lager, die ein fliegendes Pokémon schlagen können? Ja, bestimmt. Naja, unser Edan ist ja leider gerade gestorben. Das ist natürlich schade, den könnten wir jetzt natürlich hier gut einsetzen. Ja, im Gegensatz zu Pogo and Play. Ist ja Feuer-Pokémon, das ist jetzt nicht so praktisch. Ja, ich würde sagen, wir setzen mal den Markus ein, der war noch gar nicht dran. Legan und Belias hatten wir ja schon in diesem Part. So. Ja, ein Mogelhieb, der trifft doch bestimmt. Ja, super.
Ja, und es regnet und regnet. Ich finde immer, das würde reichen, wenn sie es irgendwo ein kleines Bildchen hinmachen, dass es regnet. Und nicht die ganze Zeit immer hinschreiben, aber nun ja. Natu wird eingesetzt. Jo, das versuchen wir doch auch mal zu plätten. Oh, wie süß. Also Natu finde ich ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Genauso wie die Weiterentwicklung, die finde ich genauso cool. Ja, Sternschauer. Mal gucken, wie viel das so abziehen wird. Oh ja, einiges. Das war gut. So. Und noch ein Sternschauer. Cool. Wieder ein Kampf mit unserem neuen Tengulist. Ja. Wir haben den Vogelfänger auf jeden Fall mal besiegt und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, ich würde sagen, wir machen hier noch ein paar Trainer platt. Ist ja auch eine gute Übung vor der Arena. Mein Schirm, meine Pokémon und ich. Würde eines dieser Elemente fehlen, wäre dieses Bild der Schönheit ruiniert. Sorry, dass ich den Text von dem Kerl nicht auch vorgelesen habe. Ich habe es jetzt einfach aus Reflex mal weggedrückt gehabt. Astrainer Peer und Schirmdame Marika setzen Voltenso und Formeo ein. Oh, cool. Ein Formeo haben wir ja auch schon. Formeo hat einen Wassertropfen über den Kopf. Was natürlich schlecht ist für unser Pogo and Play, denn der ist Feuer. Ach, jo. Aber trotzdem werde ich damit mal angreifen. So. Jo, Drachenwut von Belias hat auf jeden Fall mal das halbe Formeo platt gehauen. Das ist schon mal gut. Okay, Formeo kann eine Donnerattacke. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Und der hat den Belias fast gewonnen, aber nur fast. Gottchen, Pogo and Play ist platt. Schande. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch eins, und zwar Legan einsetzen. Und für Belias müssen wir dann wohl den Markus erstmal rausholen und den Belias dann heilen. Hä? Ach, falscher Knopf. Hallo? Immer noch falscher Knopf? Bin ich denn irgendwie doof? Wie ist bereits ausgewählt? Moment. Hä? Ich check's grad nicht, egal. Ach, dann kämpfe ich halt mit Belias weiter. Ach, ich habe den Legan aus Versehen ausgewechselt. Bin ich denn irgendwie doof? Tja, dann ist Belias jetzt wohl besiegt. Dann werden wir jetzt den Legan wieder reinholen. Oh Mann. Verwirrtheit. Hoch 10. So. Hoffen wir mal. Ja, das hat natürlich nicht so viel abgezogen. Das war schon mal gut. Ja, ist die Frage. Kann ich einen Mogelhieb einsetzen? Bestimmt. So, wir machen jetzt erstmal das olle Formeo oder platt. Aquavelle. Tut mir gar nichts. Habe ich Glück. So. Und ein Ruckzuckhieb hinterher. Ja, und dieser Astrainer. Diese Ass-Trainer, die setzen natürlich immer Tränke ein. Eine reinste Verarschung. So. Es regnet, die Erde wird nass. Mach mich nicht nass, mach mich nicht nass. Mach nur das doofe Formeo nass. Wobei dem Formeo das wahrscheinlich gerade recht wenig tut, wenn es nass wird. Jetzt müsste man erst
eher mal so elektrisieren. So. Auf jeden Fall sind wir das Voltense schon mal los und das Formeo ist jetzt aber auch gleich platt, hoffe ich doch mal. Sternschauer! Na, fast. Eine Aquavelle hat's noch. Oh nein! Markus ist verwirrt und Legan paralysiert. Super. Aber ich habe ja auch Paraheiler dabei. Das ist natürlich von Vorteil. Jo, Level 41 hat Legan erreicht. Jo, wir haben sie besiegt, die beiden. Ich wurde Zeuge deiner Taktik. Du hast das Bild der Schönheit ruiniert. So, dann werden wir uns jetzt mal beeilen, unsere Pokémon zu heilen. Was brauchen wir denn alles? Ich würde mal sagen, wie wäre es mit so einem Vitalkraut, um den Edern mal zu beleben. Dass wir den noch ein bisschen trainieren können. So, und ein Paraheiler für Legan. Denn Paralyse geht mir ziemlich auf den Keks. Ja, und das war's auch. Das reicht. Jetzt stürzen wir uns in den nächsten Kampf. Wir Ninja verbergen uns unter unseren Tarnmänteln. Ich wette, du wusstest nicht, wo ich versteckt war. Wenn du nicht aufpasst, wirst du verletzt. Ja, super. Wieder ein Doppelkampf. Ist doch cool. Doppelkämpfe sind immer etwas spannender als normale Kämpfe, finde ich. Cliff und Petronia. Boah. Meditie, ich hasse das Vieh. Das macht immer Scanner und dann rege ich mich immer auf. So, Funkensprung machen wir einfach mal. Ja. So. Auf das Meditie. Ja, das hat auch super geklappt. Meditie ist fast besiegt. Da bin ich schon mal heilfroh. So, und den Kader gräbt sich ein. Ja, das ist auch ganz klasse. Das sind zwei so Cheater. Der eine scannt, der andere gräbt sich ein. Wunderbar. Ah, machen wir da Ruckzuckieb drauf. Yo, Meditia schützt sich selbst. Super. Und Nikada ist noch eingegraben. Verarschung hoch 10. Und es regnet und regnet weiter. Wunderschön. So, nächster Funkensprungversuch. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier hinhaut. Das Nikada ist schon mal fast platt. Und jetzt Funkensprung auf Meditia und... Yo, ist besiegt. Juhu, Halleluja. Nein, bitte nicht. Es hat bestimmt noch eins. Nö, ein Makuhita kommt raus. Soll mir recht sein, ist mir lieber als ein Meditia. So. Ah, machen wir mal lieber Laubklinge. So. Yo, Makuhita wurde gewone-hitted. Und Edan setzt Funkensprung. Ach, ich bin doof. Ich hätte das lieber auf Makuhita richten sollen und nicht auf den Kader. Ja, wunderschön. So, also machen wir Tackle und Ruckzuckieb. Zack, jetzt ist es weg. Mal gucken, was noch eingesetzt wird. Das letzte Pokémon. Es ist ein Smogon. So. Und das kriegt jetzt ein Ruckzuckieb zu spüren. Und ist fast fertig, aber nur fast. Und jetzt kriegt es noch einen Funkensprung ins Gesicht. Jo, und dann haben wir es auch geschafft. Ich habe verloren. Ich wünschte, mein Tarnmantel würde meine Schande tarnen. Na, das wäre natürlich praktisch. Aua, ich wurde verletzt. Tja, das passiert manchmal, wenn man so kämpft. Wenn die Pokémon da so wild hin und her kämpfen. Und dann die ganzen Laubklingen durch die Luft wirbeln. Pokémon haben viele spezielle Fähigkeiten. Wenn du ein klasse Trainer werden willst, lerne etwas darüber. Oh, wer ist denn das?
Ass-Trainer Marianne. Setzt Zobiris ein. Ach Gottchen. Zobiris. Verdammt, das war nochmal das Pokémon, wo ich nicht wusste, was ich dagegen einsetzen sollte. Kampf oder Käfer, oder? Ja. Kampf oder Käfer, aber ich habe keine Ahnung. Oder war das überhaupt ein Unlicht? War das nicht sogar ein Geist? Ja, dann müsste ich ja Unlicht einsetzen. Habe ich denn ein Pokémon mit Unlichtattacke? Ich habe gerade keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall scheiße aus. Ja, ich guck mal kurz durch. Ach ja, jetzt habe ich aus Versehen Tausch gemacht und nicht Bericht. Jetzt habe ich den Legan, der konnte doch gar nichts machen, glaube ich, oder? Oder doch? Doch, der hatte eine Attacke, meine ich. Ich versuche mal mit Verfolgung. Ja, wenn das Scanner einsetzt, ist ja immer logisch, dann trifft es nicht. Ah, immer diese Scanner-Leute, ey. Scanner-Pokémon, wie ich sie hasse. Ja, Verfolgung trifft gut. Dann war es also wirklich ein Geist-Pokémon. Ja, und das setzt wieder Scanner ein bis zum Umfallen. Das ist natürlich sehr lustig. Ja, nochmal Verfolgung. Also wir können es nur abwarten, bis das aufhört mit seinem verdammten Scanner. Ja, und dann ist es auch fast besiegt. Ja, jetzt ist das eine Finte ein. Ja, aber Legan hält der Finte stand. Nein, Top-Genesung. Die will mich wohl richtig verarschen. Ach ja. Und gleich setzt es dann bestimmt wieder tausendmal Scanner ein. Solange wie es noch AP für Scanner hat. Nein, es setzt Finte ein. Ich habe mich geirrt. Das war Absicht von Zobiris. Das wollte mich jetzt doppelt und dreifach verarschen. So. Und noch eine Finte. Ja, aber Legan steckt das echt gut weg. Es ist lustig, er hat Level 41 und hat jetzt gerade noch 41 Punkte. Was für ein Zufall. So, und Zobiris ist besiegt. Juhu, endlich. Jo, Ass-Trainer Marianne wurde besiegt. Du setzt offensichtlich dein Gehirn ein. Ja, musste ich auch ein bisschen arg nachdenken, was jetzt Zobiris, ja, Miguel ruft mich an. Ich wollte gerade sagen, was Zobiris jetzt für ein Pokémon war, da musste man das Gehirn schon ein bisschen anstrengen. So, ja, ich würde sagen, wir beenden hier auf jeden Fall mal den Part. Und im nächsten Part werden wir dann auf jeden Fall, ja, zur Arena zurückgehen. Ich schätze mal, ich werde hier in der Wiese dann noch ein bisschen trainieren oder vielleicht auch vorne in der Wiese bei Baumhausen City. Ja, und dann mal schauen. Im nächsten Part auf jeden Fall die Arena. Und wenn wir danach noch Zeit haben, gucken wir uns weiter auf der Route hier um und gucken, was sich hier so in dem Gras befindet. Jo, okay, dann sag ich mal bis zum nächsten Part. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.